Hi meine Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Es gibt ein kleines Live-Update, denn es hat sich bezüglich meiner Wohnsituation, meiner Lebenssituation und allem anderen sehr viel geändert. Und ihr konntet es wahrscheinlich im letzten Video schon am Hintergrund sehen und auch jetzt ist so ein kleines bisschen was anders, denn ich bin umgezogen in meine eigene Wohnung. Aber bevor wir mit dem Video starten, habe ich noch eine ganz, ganz coole Sache für euch, denn dieses Video entsteht in Kooperation mit Ana Luisa Jewelry und ich darf euch die tollen Produkte von Ana Luisa Jewelry vorstellen. Es ist so eine großartige Möglichkeit für mich und auch für euch, denke ich. Und ich bin so, so happy, dass ich überhaupt an so eine Kooperation rankommen darf. Also vielen, vielen Dank schon mal dafür und jetzt zeige ich euch genau, worum es geht. Ich darf euch heute die Produkte von Ana Luisa Jewelry vorstellen und ich bin so, so dankbar dafür. Vielen, vielen, vielen Dank für diese Möglichkeit. Und zwar geht es um den wunderschönen Schmuck, den ihr hier in der Übereinblendung sehen könnt. Ich trage den Style wieder als Kette, den Style Owner als Kette, den Style Paris in meinen Ohrring und den Rope Slim Ring an meiner Hand. Die Gründe, warum ich mit Ana Luisa Jewelry zusammenarbeite, sind, dass sie sehr, sehr schöne, einzigartige, also unique Styles für affordable prices anbieten kann. Das heißt, die Produkte fangen schon ab 39 Dollar an, in Euro natürlich noch mal ein bisschen günstiger. Und die Styles sind alle einzigartig. Das heißt, es gibt sie nur auf dieser Webseite so in der Art und Weise. Und sie sind natürlich nicht abgeguckt oder abgekupfert von anderen Brands. Das nächste ist, dass Ana Luisa wahnsinnig darauf achtet, dass die Produkte als auch der Versand, als auch das Packaging um die Produkte, um sie natürlich für den Versand fertig zu machen, carbon neutral sind. Heißt, sie legen darauf großen Wert, dass alles biologisch abbaubar ist und natürlich auch so gut wie möglich für die Umwelt. Dies könnt ihr natürlich auch an diesen wunderschönen Säckchen sehen. Diese sind Stoffsäckchen, hier habe ich mal zwei verschiedene Größen, welche auch super hochwertig sind. Ihr könnt hier auch noch eine kleine Gravur sehen und diese befindet sich auch auf dem anderen Säckchen. Diese sind Stoffsäckchen und das heißt, dass sie wirklich gut für die Umwelt sind, da sie biologisch abbaubar sind. Hier findet ihr noch kleine süße Druckknöpfe. Diese sind natürlich dann verschlossen und des Weiteren kommen die Säckchen in einer Pappverpackung zum Verschicken natürlich. Und natürlich kommen die Produkte auch nochmal gesichert, nicht nur in dem Säckchen, sondern auch nochmal in einer dazu gefertigten Pappvorrichtung. Dort werden die Ketten als auch die Ohrringe und so weiter hinein befestigt und somit können sie nicht einfach hin und her rutschen. Das heißt, es entstehen keine Kratzer oder ähnliches. Was man natürlich noch zu den Produkten sagen muss und worauf man unbedingt achten sollte, dass die Produkte wirklich hochwertig sind, das erkennt man einfach ganz, ganz einfach daran, ob sie abfärben oder nicht. Ich trage die Produkte jeden Tag. Ich trage diese Schmuckstücke schon seit Wochen und Monaten. Immer auf meinen Social Media Seiten konntet ihr Ohrringe oder Ketten oder auch Ringe sehen und die sind alle von Ana Luisa Jewelry. Ich habe sie auf Herz und Nieren getestet und teilweise auch so ein bisschen unfaire Bedingungen geliefert. Zum Beispiel beim Haarewaschen mache ich die Ohrringe nicht raus oder beim Duschen trage ich auch die Ketten weiterhin und so weiter. Und nie, in keinster Art und Weise hat sich etwas verfärbt, abgefärbt, ist angelaufen oder ähnliches. Und was ebenfalls ein K.O.-Kriterium für mich war, ist, dass der Schmuck einfach wahnsinnig gut zusammen harmoniert. Egal, ob die Styles jetzt aufeinander abgestimmt sind oder eben nicht. Und ich kann einfach nicht in Worte fassen, wie unfassbar edel und wie wunderschön klassisch ich mich dennoch mit diesen verschiedenen Styles fühle. Davon abgesehen, dass natürlich die Preise, finde ich, für den Schmuck sehr, sehr fair sind. Den Link findet ihr unten in der Infobox. Dort findet ihr natürlich auch nochmal aufgeführt, wie meine Styles, die ich trage, heißen. Und ich wünsche euch sehr, sehr viel Spaß beim Einkaufen. Aber lasst uns jetzt nochmal anfangen mit dem Video. Ich habe es ja schon angekündigt. Ich bin umgezogen. Ich bin mit meinem Freund zusammengezogen in eine eigene Wohnung.
Deswegen hat sich hier auch einiges verändert, denn ich habe jetzt mein eigenes kleines Arbeitszimmer für meinen Schmuck, für mein Make-up, für meine Klamotten teilweise und vor allem natürlich fürs Filmen. Was heißt das jetzt speziell für euch? Natürlich einerseits, dass ihr einen kleinen anderen Hintergrund habt. Ich bin noch in der Ausprobierphase, dementsprechend seht es mir bitte nach, falls das noch nicht ganz harmoniert bzw. noch nicht ganz so schön ist. Aber davon abgesehen ist es natürlich so, dass ich jetzt meinen Freiraum zum Filmen habe. Es ist wahrscheinlich noch nicht alles so perfekt eingestellt. Vorher hatte ich mein Setup immer stehen lassen können. Jetzt möchte ich es natürlich wegräumen, damit auch das ganze Studio hier so ein bisschen professioneller aussieht und aufgeräumt ist. Natürlich, dass einfach auch ein Ort ist, wo ich meine Videos drehe, aber wo ich natürlich auch für mich lebe. Denn wie gesagt, hier ist mein Schminktisch und meine Kommode, wo sich mein gesamtes Make-up befinden. Und meine Videovorrichtung und so weiter und so fort. Natürlich möchte ich das auch privat nutzen können, ohne irgendwelche Videos zu filmen. Und da soll es natürlich aufgeräumt sein. Dementsprechend stelle ich mein Setup immer auf und baue es auch wieder ab. Davon aber abgesehen. Was heißt dieses ganze Live-Update für euch? Ich möchte mit meinem Kanal etwas verändern. Ich habe vor, Themen zu behandeln, die ich vorher nicht behandelt habe. Ich habe vor, Themen wegzulassen, die ich vorher behandelt habe. Wie ihr vielleicht auf meinen Social Media Seiten, by the way, könnt ihr mir natürlich super gerne auf Instagram und TikTok folgen, dort finden genauso Veränderungen statt. Die Links dazu sind in der Infobox. Konntet ihr wahrscheinlich schon sehen, dass ich einige Videos privat gestellt habe und es waren die zum Thema Transsexualität. Viele von euch sind natürlich über dieses Thema auf meinen Kanal gestoßen und ich habe natürlich viel im Bereich LGBTQ+ Videos gemacht, um anderen Leuten zu helfen. Nur finde ich, mittlerweile bin ich dem etwas entwachsen und ich finde es auch nicht mehr nötig, dass ich dazu Videos mache, denn es gibt ganz, ganz tolle Kanäle, wie zum Beispiel die Patty Suase. Ich verlinke euch mal ihren Account unten in der Infobox, die viel aufklärerische Videos machen, als ich das jemals könnte. Die mehr dazu stehen, als ich es jemals habe, um es wirklich mal ehrlich zu sagen. Und ich bin es auch irgendwo, um ehrlich zu sein, etwas satt, meine Videos nur nach den Klicks zu messen. Natürlich ist es offensichtlich, dass viele von euch mich abonniert haben, um über diese Themen etwas zu erfahren, über meinen Weg zu erfahren. Und es ist aber mittlerweile für mich an der Zeit, wo ich sagen muss, nein, diese Grenze ist für mich jetzt erreicht. Ich möchte mit meinem Leben etwas anderes machen, davon abgesehen, dass ich mich nicht mehr über diese Sache definieren möchte. Ich bin eine Frau, ich bin eine wunderschöne Frau, davon abgesehen. Und ich möchte mein Leben so leben, wie es eigentlich für mich vorbestimmt war. Und ich möchte mich nicht überall vorstellen müssen mit den Worten, hallo, ich heiße Julie und ich bin das und das. Nein, ich möchte mich vorstellen und sagen, hi, ich bin Julie, wer bist du? Und das sind so die Gedanken, die mir in letzter Zeit durch den Kopf gegangen sind. Ich möchte, dass mein Account, wie es wahrscheinlich auch schon von Maxim Giacomo, falls ihr den guten Herrn kennt, mal gehört habt, dass meine Videos für euch eine Art Zuflucht aus dem Alltag sind. Das heißt, ihr könnt mit meinen Videos abschalten. Es soll ein Ort des Spaßes, der Freude und auch der Unterhaltung für euch sein. Und natürlich auch wie eine Art Tagebuch bzw. eine Art Hobby für mich weiterhin fungieren, weil nichts anderes ist es. Ich verdiene über YouTube natürlich ein bisschen Geld, aber es ist eine Sache, die ich angefangen habe, weil es mir Spaß macht. Und es ist eine Sache, die ich einfach nicht mehr als Zwang sehen möchte, sondern als eine Art Hobby, die ich wirklich immer ausleben kann, wann ich das möchte. Es wird hier keine regelmäßigen Uploads geben, in dem Sinne, dass ich sage, okay, montags und donnerstags um 17 Uhr kommt ein Video. Nein, ich möchte mir die Option offen halten, dass ich jederzeit ein Video drehen kann und dieses dann online stelle. Und wie gesagt, meine Videos sollen als das fungieren, wofür sie eigentlich gedacht sind. Und zwar als Teil von mir, den ich euch präsentieren möchte
und als Teil von euch, wo ihr ein bisschen abschalten könnt. Gerade mit den momentanen Entwicklungen in der gesamten Welt, egal ob wir von Miss Rona sprechen oder mit diesen militärischen Situationen, die gerade in ganz Europa stattfinden und natürlich speziell in einem Land. Ich möchte hier aber nicht darüber so viel reden, denn diese Sachen sind ganz, ganz schlimm und ich finde, ich habe meine Meinung dazu, aber ich möchte diese nicht kommunizieren müssen. Und ich möchte, dass mein Kanal nicht etwas Politisches wird, sondern wirklich das, wofür er gedacht ist. YouTube heißt Broadcast Yourself. Das heißt, ich möchte euch Einblicke in mein Leben, in meinen Charakter und meine Person zeigen. Und genau dafür soll mein Video hier stehen. Es wird einen Neuanfang geben, das heißt, ich werde, wie gesagt, keine Videos mehr über LGBTQ+ in nächster Zeit online stellen. Es kann natürlich sein, dass ich mich irgendwann dazu entscheide, dass ich wieder mal ein Video darüber drehe. Aber das wird jetzt in nächster Zeit nicht der Fall sein. Das Thema ist ein bisschen schwierig umzusetzen. Ich weiß nicht genau, wie ich es euch erklären soll, wie ich das genau meine. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was macht mein Kanal aus? Was soll mein Kanal ausmachen? Welche Sachen machen natürlich mich aus? Und das sind Sachen, die ich einfach gerne mache. Und das sind zum Beispiel Styling, Make-up, Haarstyles und auch Klamotten oder Kochen oder Labervideos. Ich möchte mir keinen Stempel aufsetzen müssen und sagen, ich passe in diese LGBTQ+-Sparte und in kein anderes mehr. Ich möchte mir offen halten, worüber ich Videos mache. Und das ist der Punkt jetzt, wo ich sage, okay, stopp. Ich möchte Videos machen, die mir gefallen, die vielleicht auch euch gefallen. Und ich möchte, dass alles so passt, wie ich es mir vorstelle in meinen Videos auf meinem Kanal. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn das der Fall auch bei euch ist, wenn euch meine Videos immer noch gefallen. Aber wenn das nicht der Fall ist, wenn ihr sagt, okay, ich habe dich nur für diesen einen Bereich abonniert, dann könnt ihr super gerne natürlich jederzeit meinen Kanal deabonnieren. Ihr könnt jederzeit gehen. Das ist kein Zwang. Es ist hier generell kein Zwang, dass ihr euch meine Videos anschaut. Ich freue mich darüber, wenn Leute dabei sind, die mich gerne gucken und die generell sagen, okay, ich bin interessiert an der Person und nicht an dem Thema. Wenn ihr Videowünsche, Videovorschläge habt, dann schreibt mir die super gerne in die Kommentare. Schreibt sie mir privat und ja, das wollte ich euch sagen. Dann werde ich natürlich darauf eingehen. Ich möchte, dass das eine Interaktion zwischen meinen Followern, euch und natürlich auch mir ist. Und ich denke, das ist erstmal das, was ich dazu sagen wollte. Jetzt komme ich nochmal zu euren Fragen. Ich habe euch auf Instagram, wie gesagt, abonniert mich da gerne, da bin ich etwas aktiver als hier, nach euren Fragen gefragt. Und da kamen einige zusammen und deswegen wollte ich jetzt mal so ein paar Fragen beantworten. Machst du deine Ausbildung fertig und kannst du bei Gelegenheit etwas mehr davon erzählen? Würde mich sehr interessieren. Erstmal liebe Grüße an dich, vielen Dank für deine Frage. Natürlich mache ich meine Ausbildung fertig, wie wahrscheinlich viele von euch wissen, ich mache eine Ausbildung zur Erzieherin und befinde mich derzeit im zweiten Lehrjahr. Das ist eine Ausbildung, die sich sehr gut, finde ich, dennoch zu meinem Social Media Leben ergänzt, denn ich habe die Zeit, mein Social Media Zeug zu machen und ich habe die Zeit, meiner Ausbildung nachzugehen. Natürlich mache ich meine Ausbildung fertig, denn das ist natürlich ein Job, der mir wahnsinnig viel Spaß bereitet. Ich konnte in verschiedenen Praktika, ich konnte in einem FSJ der Berufung nachgehen und ich merke einfach, wie sehr es mich neben Social Media genauso erfüllt. Dennoch möchte ich hier einen Ort zeigen, der nichts mit meiner Ausbildung zu tun hat, nichts mit meinem beruflichen Leben zu tun hat, sondern private Inhalte von meinem Leben teilen. Und ich möchte das so ein bisschen getrennt voneinander behalten. Aber wenn ihr natürlich ein Video zu meiner Ausbildung, zum Erzieher-Sein oder zu meiner Erzieherausbildung sehen wollt, dann schreibt mir super gerne in die Kommentare und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Dann kann ich
mal ein gesondertes Video darüber machen. Das Einzige, was ich dazu sagen werde, ist, dass es eine schulische Ausbildung gerade ist und dass mir die Ausbildung dennoch sehr, sehr viel Spaß macht und auch die praktischen Sachen natürlich noch mehr gefallen, weil ich da in dieser gesamten Arbeit einfach aufgehen kann, weil ich liebe Kinder und ich liebe die Arbeit mit Kindern und ich finde das einen sehr, sehr wichtigen Beruf und wie gesagt, falls euch da mehr interessiert, dann mache ich mal ein Video darüber. Das Weitere ist eine Frage, was machst du gerade und wie geht es dir? Und diese Frage ist einfach zu beantworten. Jetzt gerade filme ich ein Video, offensichtlich. Aber ich bin umgezogen und ich lebe mein Leben und das ist gerade das, was ich mache. Ich versuche, erwachsen zu werden und ich versuche, mein Leben und meinen Stand in der Gesellschaft zu finden. Und das ist gerade ein bisschen tricky für mich. Der Lebensabschnitt gerade ist wunderschön und ich bin wahnsinnig froh, dass ich diesen Schritt gehen konnte, dass ich finanziell in der Lage bin, mir ein eigenes Leben aufzubauen und mir diese wunderschöne Wohnung hier zu leisten oder leisten zu können. Natürlich im Zusammenleben mit meinem Freund. Ich bin wahnsinnig froh, dass ich mit meinem Partner zusammenleben kann und dieser natürlich auch meine Inhalte hier auf YouTube unterstützt und alles. Aber dennoch ist das ein Bereich, der nur für mich gilt und ich versuche gerade alles unter einen Hut zu kriegen. Ich möchte mein Leben so gestalten, dass ich mich damit wohlfühle, ich damit gut leben kann und das sind eigentlich so die Punkte, wo ich sagen möchte, okay, da muss ich unbedingt noch ein bisschen was an mir verändern, wo ich ein bisschen was noch neu lernen muss und so weiter. Ich werde auch oft gefragt, weil einige mitbekommen haben, dass ich umgezogen bin in meine eigene Wohnung, ob ich denn mal eine Roomtour filmen könnte. Entschuldigt bitte, jetzt war meine Speicherkarte voll, ich habe jetzt eine andere eingesetzt. Was ich gesagt habe ist, ich werde keine Roomtour filmen, einfach aus privaten Gründen. Ich habe eine wahnsinnig tolle Wohnung und ich bin so froh, dass ich so eine Wohnung ergattern konnte. Sie ist groß, sie ist hell, sie ist schön eingerichtet und genau nach meinen Vorstellungen eingerichtet. Aber ich teile hier Videos im Internet. Ich bin eine Person, die wahrscheinlich auch bei manchen Leuten aneckt und ich möchte einfach mir meine Privatsphäre behalten. Ich finde Roomtouren wahnsinnig interessant. Ich habe mir sehr viel Inspiration davon geholt, aber ich möchte meine Wohnung nur mit Leuten teilen, die ich im privaten Umfeld kenne. Das heißt nicht, dass ich euch natürlich nicht meine Einrichtung zeige. Ich nehme euch in meinen Instagram-Stories natürlich mit oder ihr seht im Hintergrund von anderen Videos vielleicht mal mein Wohnzimmer oder ihr seht in TikToks mal meine Einrichtung so ein bisschen. Aber ich möchte keine gesonderte Roomtour machen. Was eine andere Frage aber war, ob ich denn nicht vielleicht mal meine Schminksammlung zeigen könnte oder ähnliches oder wie ich das hier so eingerichtet habe oder so. Ich kann natürlich euch zeigen, wie mein Filmstudio aussieht, wie mein Schminkbereich aussieht. Das ist was komplett anderes, finde ich. Das ist eine Sache, die ihr hier sowieso seht, die ich mit euch teile. Und ich zeige euch hier meinen Make-up-Content und da ist es natürlich an der Zeit, dass ich euch auch mal meine Schminkaufbewahrung zeige, wie ich vielleicht auch mal meinen Kleiderschrank gestaltet habe oder was ich für Schuhe besitze, wie ich diese aufbewahrt habe und so weiter. Ich denke, das war eigentlich auch schon alles, was ich dazu sagen wollte. Wie gesagt, schaut super gerne bei Analyse Jewelry vorbei. Ich bin wahnsinnig froh, dass ich mit Ihnen zusammenarbeiten durfte. Thank you so much for this opportunity to collaborate with you. Und ich bedanke mich hier nochmal auf Deutsch für die rege Anteilnahme und für diese wahnsinnige Möglichkeit für diese Kooperation. 10% auf der gesamten Seite von Analyse Jewelry und ich verlinke euch natürlich alle Styles unten in der Infobox und ihr findet natürlich als ersten Link direkt den Link zur Seite. Klickt einfach auf diesen und schaut euch mal so ein bisschen um. Die Sachen sind wunderschön. Und ansonsten würde ich sagen, schaut gerne bei meinen Social Media Seiten vorbei. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Falls ihr
weiterhin Teil an meiner Reise haben wollt, an meinem Leben haben wollt, dann abonniert meinen Kanal und schaut auch auf Instagram und auf TikTok vorbei. Dort bin ich etwas aktiver als hier. Abonniert mich gerne und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende, falls je nachdem, wann ihr das seht. Und dann, ja, habt einen schönen Tag. Tschüss.